Mir geht ein Satz durch den Kopf vom Propheten Jeremia, der spricht zu seinem Volk Israel: Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das sagt Gott zu seinem Volk und das ist für mich ein ganz berührender Satz, ganz unmittelbar, direkt ins Herz hinein legt er uns seine Weisung, seinen guten Willen und möchte, dass wir ihm folgen. Und für mich hat das noch mit einer anderen Sache zu tun. Wo liegt denn das Herz? Das Herz liegt für mich zwischen Kopf und Bauch. Und zum Beispiel bei wichtigen Entscheidungen, die ich nicht einfach so aus dem Bauch heraus treffen kann oder die ich einfach nicht nur logisch schlussfolgern kann, heißt das für mich, ich schalte meinen Kopf ein, nimm meinen Bauch dazu und lande in der Mitte, im Herzen. Und das kann was mit Gott zu tun haben. Im Herzen liegt seine Weisung und wenn ich dieser folge, Kopf und Bauch zusammenschalte im Herzen, dann kann ich Gott nahe sein. Was ist denn eure Herzenssache?